Meine Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal um was, das mich persönlich einfach nur noch abfuckt. Und zwar das eine Problem der Commentary-Szene. Es gibt gefühlt drei Spiele in der gesamten Szene, die jeder im Hintergrund laufen hat. Es gibt nichts anderes. Es gibt CS Surf, es gibt das Tale of My Uncle oder wie das Scheiß heißt. Und dann gibt es Cluster Truck. Es gibt nur diese drei Spiele. Und das ist so ein Abfuck mittlerweile. So, ich versuche wenigstens minimal Variationen in meinen Gameplays zu haben. Und fuck, mein Mikrofon ist abgestürzt. Mega geil. Ja, das ist unvorteilhaft. Auf jeden Fall. Ich versuche wenigstens irgendwie Abwechslung in meinen Gameplays zu haben. So, ich versuche ja wirklich noch, dass das irgendwie unterschiedlich ist, jedes Video, das Gameplay, und nicht jedes Mal einfach nur irgendein CS-Surf-Gameplay im Hintergrund ist von irgendeinem Typen, den ich wahrscheinlich nicht in meiner Beschreibung verlinke, weil muss man ja nicht. So, es fuckt mich mittlerweile einfach nur noch ab. So, es ist nicht schwer, einfach irgendein anderes Gameplay hinterzupacken. Es gibt so viele gute Spiele, die zum Großteil auch kostenlos sein können, die ein gutes Gameplay abgeben. Aber gefühlt für jeden Commentary-YouTuber, es gibt CS Surf, The Story of My Uncle oder Cluster Truck. Und ich hasse es. Ich hasse es auf so vielen Ebenen. Warum kann man kein anderes Gameplay als diese drei benutzen? So, ich komme nicht hinter das Konzept. So, Commentaries und allgemein der Content, den auch ich mir zum Teil mache, sind so einfacher Content. Jeder kann das machen. Aber dann nicht mal sich die Mühe zu geben, verschiedene Gameplays zu benutzen, ist halt einfach für mich. Nee, ich blick's nicht so. Das ist so das Mindeste, was du machen kannst, damit dein Video irgendwie anders ist als jedes andere Video, das du jemals produziert hast. So, ich komme nicht dahinter und ich werde auch nie dahinter kommen. Naja, was soll's. Ich wollte einfach nur mich kurz drüber auslassen. Ne? Irgendwie vergesst nicht, toxisch zu bleiben. Deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt meine fucking Glocke und jetzt. Ja. Okay.